nichts tun. Was bedeutet nichts tun? Wir haben jetzt schon zusammen einige Kapitel durchgemacht. Ihr kennt mich schon ein wenig und auch euer Verstand hat jetzt immer zugehört. Und vieles versteht er nicht. Und das ist ganz normal, das habe ich in einem Kapitel erklärt, mit der Ewigkeit und mit der Unendlichkeit. Das kann er nicht erfassen. Der Verstand braucht, sagt Patrick jetzt, ja oder nein. Aber ich spreche immer von hier. Und hier ist weder ja noch nein. Was bedeutet nichts tun? Was ich sehr faszinierend finde, ist die Natur selbst. Wer tut das alles in der Natur draußen, dass es so lebt? Diese Lebendigkeit in der Natur selbst. Wer ist das, der das tut? Niemand. Wer schaut, dass Ebbe und Flut, Tag und Nacht, die Sonnen, den Sonnenkreislauf und die Planeten und alles, dass alles funktioniert? Wer tut das? Niemand. Es geschieht. Das ist die Natur. Wenn wir jetzt, im Moment ist Frühling hier, aber schaut mal in die Natur heraus. Da wächst alles, im Frühling zum Beispiel, da wächst alles, da blüht alles, die Knospen gehen auf, die Energie kommt rein, es strebt alles zur Sonne hoch und entfaltet sich. Wer tut das? Es geschieht. Es ist nichts tun. Der Verstand versteht jetzt nur, soll ich jetzt was tun oder soll ich nichts tun? Und wenn ich sage nichts tun, versteht er, okay, von morgen an nehme ich eine Woche Ferien, also nicht mal Ferien, sondern nichts tun heißt auf dem Sofa liegen und nichts tun. Weil Patrick hat ja gesagt, im Nichtstun geschieht alles. Aber ich meine eben nicht dieses Nichtstun. Im Außen ist permanentes Tun. Also ich stehe auf, gehe duschen, ziehe mich an, esse Frühstück, gehe zur Arbeit, spreche mit meiner Frau, spiele mit den Kindern, gehe meinen Hobbys nach. Das ist immer Tun. Im Außen ist immer Tun. Immerwährendes Tun. Alles ist immerwährend in Bewegung. Was ich meine, ist mit Nichtstun, das hat mit innen zu tun. Das innen nichts tun bedeutet, wie im vorderen Kapitel der Zusammenhang mit freier Wille, mit immerwährend Wollen. Frei sein vom Wollen ist nichts tun. Weil in diesem Nichtstun diese große Lebendigkeit ist, diese Glückseligkeit ist, diese Lebensfreude ist und diese Energie da ist, die unsere kleinen Kinder immer noch zeigen. Die kommen ja. Die sind sehr nahe noch an der Natur, okay? Naturbelassen. Sie kommen auf die Welt, sind glückselig, voller Lebensfreude und voller Energie. Das heißt, unser aller Naturell ist das, was Kleinstkinder uns zeigen. Dann kreiert sich über Jahre hinweg, und das ist normal und das geschieht quasi bei allen, kommen wir von dieser Thematik, dass die Kinder und die Babys im Spiegel schauen, Bebe, also es ist jemand anderes, das, was ich im Spiegel sehe, nicht ich. Dann kommt der Körper, das bin ich, heißt, alle sagen, das bin ich, der Name Patrick, das bin ich, der Körper und das, was denkt. Dann kreiert sich dieses Ego. Das kommt, das kann man auch betiteln als Pubertät. Also die Kinder werden von einem glückseligen Wesen, das Natur ist, Lebensfreude und voller Energie werden sie zum Teenager und kreieren, die Stimme im Kopf wird dann immer lauter und ich muss dann jemand werden. Und jemand werden oder jemand werden wollen ist einer der Hauptaspekte, warum wir uns von uns selbst entfremden. Wir gehen weg von dem, was wir sind, zu dem hin, was wir werden wollen, wissen gar nicht,
wer wir werden wollen, aber da alle gesagt haben, du musst mal jemand werden und eine Ausbildung machen und vielleicht bekannt werden und die Leute müssen dich sehen und wertschätzen und. Also sind wir auf den Weg gegangen, jemand werden zu wollen. Und dann im Teenageralter und in den jungen Jahren, sagen wir 14 bis 18 bis 20 Jahren, suchen wir unseren Platz in der Welt. Also unser Ich, das sich kreiert hat, das wir selber programmiert haben, dieses Hologramm, das fiktiv ist, sucht dann einen Platz in der Welt. Aber wie will ein Hologramm oder eine Fata Morgana seinen Platz finden in der Welt? Und deshalb suchen wir dann, noch ein paar Jahre später, immer mehr an Sicherheit. Und umso älter wir werden, suchen wir immer mehr Sicherheit. Wir möchten sicher sein, dass es uns gibt. Aber wir sind das gar nicht. Und deshalb ist der normale Werdegang, dass sich das Ego bildet, normal. Vom Kind zum Jugendlichen, dann jemand werden wollen, das Ego bildet sich. Und dann haben wir endlich den Platz in der Welt gefunden. Und dann, bei mir war es so, dass ich mit 21 dann nach Indien reiste. Und ich stand da so vor meinem Vater und mein Vater fragte, warum willst du jetzt ausgerechnet nach Indien fahren? Und damals sagte ich meinem Vater, ich möchte mich finden. Es kam so aus mir heraus, ich möchte mich finden, weil ich habe mich nicht gefühlt als mich selbst, sondern als eine Art Rolle, die ich spiele, als etwas, das ich gelernt habe, wie man sein sollte durch die Schule und dann muss man einen Beruf lernen und vieles, vieles mehr. Also ich bin nicht gegen etwas lernen, ich möchte nur aufzeigen, wie sich das alles gebildet hat. Und dann sagte mein Vater, du stehst doch vor mir, da bist du ja, also wen willst du jetzt finden? Da habe ich gesagt, das bin ich nicht. Du siehst vielleicht im Außen jemand, der da ist, dieser Patrick und der Körper und die Geschichte dazu und vieles mehr, aber das bin ich nicht. Also fuhr ich dann mit 21 nach Indien und das hat jeder die Möglichkeit. Bei mir ist das relativ früh geschehen, mit 21, da, durch die Indienreise und durch die Reise da ging ich auf die Suche nach, wer bin ich wirklich? Was ist der Sinn des Lebens? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und mit diesen Themen habe ich mich innerlich, äußerlich wie innerlich sehr beschäftigt und seit 20, 25 Jahren erforsche ich in mir drin, wer wir wirklich sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und was der Sinn des Lebens ist. Das heißt, dass alle, die dann jugendlich sind oder mit 20, 30, 40 Jahren einmal das Gefühl haben, ich möchte noch entdecken, wer ich wirklich bin. Das sehen Menschen, es kommen oft Menschen zu mir, die sind 30, 35 und sagen, ich habe alles, ich habe den Job, den ich immer wollte, ich habe genug Geld, ich habe die Wohnung da, die Freundin ist auch da, aber ich bin nicht glücklich. Ich spüre in mir drin, ich habe zwar alles, wo man, also diesen jemand werden wollen, das habe ich alles, das ist alles da, aber ich spüre in mir, etwas ist nicht glücklich. Weil wir es einfach auch am falschen Ort gesucht haben. Also wir haben dieses imaginäre Ich kreiert und jetzt wollte es jemand werden, das ist es auch geworden und es ist nicht glücklich, weil es, wie gesagt, es ist eine Fata Morgana, die nie glücklich werden kann, weil sie nicht real ist. Und dann hat man immer so das Gefühl, wo ist mein Zuhause? Ich möchte nach Hause oder ich möchte mich finden. Das höre ich auch oft. Ich möchte meine Mitte finden oder mich finden. Oder man ist dann wie die Seele ist wie vertrocknet fast. So wie man sich eben, wie gesagt, habe ich in einem anderen Kapitel gesagt, wir sind der Insasse des Autos und nicht das Auto. Und wir befassen uns nicht mit dem Insassen, sondern immer mit dem Auto und wo das Auto hinfahren sollte und was es alles noch sehen sollte in der Welt und dass die anderen das Auto sehen und seine Geschichte sehen und so weiter und so fort. Und das ist alles Tun. Und das hat alles auch mit dem willentlichen Akt zu tun. Und was ist jetzt Nichtstun? Nichtstun ist etwas, das in uns drin ist, der Wahrnehmende ist, der stille Beobachter ist,
immerwährend glückselig ist, im Frieden ist, in der Stille ist und nichts will. Denn wenn du die Glückseligkeit bist, und die sind wir alle, vielleicht hören wir jetzt eine Stimme im Kopf, die sagt, ja, der kann schon reden, Glückseligkeit, der soll mal mein Leben anschauen und diese Probleme, die ich habe. Aber wenn du nicht dein Leben bist und die Probleme dazu auch nicht, was ist dann noch übrig? Die Glückseligkeit ist da, immerwährend, aber wir haben keine Zeit für Glückseligkeit, denn wir sind immer im Tun, Wollen, Machen, Vorwärtskommen und Probleme lösen. Alle haben Probleme, alle. Wir sind eigentlich permanente Problemlöser und entdecken dann überall immer Probleme. Aber wer ist der, der das Problem immer hat? Es ist auch diese Stimme im Kopf, dieses imaginäre Ich, diese Fata Morgana, die immer Probleme hat. Da gibt es viele verschiedene Schichten, die wir beobachten können, durchleuchten können und erlösen können. Aber dieses Nichtstun, wo ist dieses Nichtstun? Es ist immer schon hier, immer jetzt, geht nirgends hin, will nichts erreichen, braucht nichts. Es ist bereits hier bei dir, währenddem du mir lauschst. Lausche diesen Worten, du musst mir nicht zuhören. Denn Lauschen ist etwas ganz anderes. Lauschen, lauschen tust du mit deiner Seele. Und du spürst in dir, was ich meine. Denn Nichtstun ist dort in dir, wo alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung in der großen Ordnung. Sobald der willentliche Akt da reinkommt, kommt Unordnung. Versuche jetzt nicht mit deinem willentlichen Akt den willentlichen Akt loszuwerden. Das gelingt uns nicht. Beobachte einfach. Lass es einfach sein. Das ist Nichtstun. Sein lassen können. Das ist Nichtstun. Nichts verändern wollen. Das ist Nichtstun. Sich nicht einmischen wollen, das ist Nichtstun. Einfach alles sein lassen, wie es ist. Und beobachten, dass wir es nicht sein lassen können, wie es ist, weil wir immer es anders haben wollen. Da ist der willentliche Akt. Und wir es weghaben wollen, willentlicher Akt. Und dass etwas in uns drinnen ist, das einen willentlichen Akt hat. Nur beobachten. Und dann beobachtest du immer mehr. Denn der Beobachter, der stille Zeuge, ist das, was wir wirklich sind. Nicht das, was wir wahrnehmen, sondern das, der, die, die wahrnimmt. Das heißt, das Leben ist immerwährend ein Kommen und Gehen. Alles ist in permanenter Veränderung. Alles kommt, alles geht. Und wir wollen mit unserem willentlichen Akt alles, was kommt und geht, entweder haften wir uns an, weil wir es behalten wollen, oder wir stoßen es weg, weil wir es nicht haben wollen. Und das erzeugt ein permanentes Leiden in uns. Denn die einzige Sicherheit, die es im Universum gibt, ist, alles kommt und alles geht. Und an dem, was immer kommt und geht, können wir uns nicht anhaften, weil irgendeinmal reißt es von uns ab. Und alles, was in Veränderung ist und kommt, wird nicht immer hier sein. Es geht irgendeinmal wieder. So wie dieser Körper, der fällt irgendeinmal von uns ab. So wie andere Körper, geliebte Menschen, Umfeld, Freunde, alles fällt irgendeinmal von uns ab. Beobachte dieses Nichtstun, weil dieses Nichtstun ist nicht nichts. Es ist das immerwährende, ewige Alles. In diesem Nichts ist das ganze Universum zu Hause. Und das sind das, was wir wirklich sind.
versuchen nicht zu realisieren oder zu entdecken oder zu verstehen, wer wir wirklich sind. Lass es einfach sein. Sei geduldig, geduldig mit dir und geduldig mit mir. Denn Geduld ist reine Liebe und Geduld ist Nichtstun. In der Natur, schau dir die Natur an. Die tut nichts und ist so enorm lebendig. So eine lebendige Kraft ist in der Natur. Und es geschieht alles, weil es geschieht. Es sind alles Rhythmen, es sind alles Zyklen. Alles geschieht. Das ist Nichtstun. Beobachten, geduldig sein, sein lassen können. Und wenn du siehst, dass du willst, tust, machst, ist es vollkommen okay. Beobachte einfach diese Mechanismen. Beobachte dieses imaginäre Ich, dass ich denke, dass ich das bin. Und das, was ich denke, dass ich bin, ein Weltbild geschaffen hat von außen wie von innen und das Gefühl hat, das bin ich. Und darauf basiert noch ein freier Wille, dass ich das, was ich nicht bin und denke, dass ich bin, versuche in die Welt zu bringen, dass das, was ich nicht bin, jemand werden sollte, den man sieht. Nimm dir genügend Zeit. Wir haben ewig Zeit. Wir leben zeitlos in der Zeit.